Einen wunderschönen guten Morgen, darf ich ja nicht sagen. Ja, seid mir gegrüßt auf jeden Fall. Herzlich willkommen zum neuen Video. Jetzt haben wir es doch. Heute soll es ein bisschen darum gehen, welche Arbeiten gerade im Betrieb anstehen und was wir so in unserem Imkereimoment machen. Wie ihr hier im Hintergrund seht, ein bisschen spät, aber ja, wir brauchen ein bisschen warme Temperaturen. Will ich heute anfangen, die Begattungskästchen vorzubereiten, also die neuen. Ich habe ja Holzbegattungskästchen. Jetzt haben wir jetzt zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber wir haben jetzt die Abidea Holz. So ist richtig, die Abidea Holz zum ersten Mal. Und die möchte ich natürlich lackieren. Da Bio sind ja die Farben eingeschränkt. Und ja, da habe ich jetzt im Prinzip mir 4 verschiedene Farben bestellt, die ich meine auf Leinölbasis sind oder Leinöl zumindest enthalten, wasserlöslich natürlich. Und da gebe ich jetzt den Begattungskästchen einfach eine schicke Farbe, ne, unterschiedlich. Zeige ich euch gleich, wie ich das mache. Und ansonsten steht halt gerade im Moment an, ihr seht, wir haben irgendwas zwischen 15 Grad, nachts so 8 Grad. Die Birne blüht noch nicht, aber so diese wilden Zwetschgen, das blüht jetzt mittlerweile. Palmkätzchen natürlich wird fleißig beflogen. Also eine super, super schöne Zeit, weil gestern war ich am Bienenstand, zum ersten Mal dieser Honiggeruch über dem Bienenstand. Ja. Super schön, super viel Pollen, richtiger Flugbetrieb. Ja, und was mache ich jetzt? Also ich gehe jetzt nochmal her und schiede die Völker ein bisschen nach. Ne, passt dann nochmal an. Schau natürlich auch komplett, dass die Weißel richtig sind. Schau auch immer noch nach dem Futter. Ja, also ich habe auch gestern noch mal ein paar Bienenvölker, obwohl wir jetzt, wie gesagt, von außen Nektareintrag haben, auch gestern noch mal sanft zwar und wenig, aber nachgefüttert, vor allem die extrem starken Völker. Ne, da muss man sagen, die Bienenstände, wo ich meine starken Völker habe, also die jetzt gleich praktisch Honig sammeln sollen in 2 Wochen oder in einer Woche vielleicht auch schon, schauen wir mal, wie es mit dem Wetter hingeht. Die sind schon leicht, ja. Also da gebe ich dann lieber doch noch mal ein bisschen Futter zu. Jetzt kann man auch ein bisschen was Flüssiges machen, aber nur dosiert, also wirklich halber Liter, ein Liter in dieser Größenordnung. Also ich messe es nicht, ich leere es halt oben in den Nikofütterer rein. Und genau, das mache ich jetzt bei allen Bienenvölkern. Gestern habe ich, wie gesagt, drei Bienenstände gemacht. Ja, sieht, bin ich sehr zufrieden, was ich da gesehen habe. Sehr, sehr zufrieden eigentlich. Dann werden wir zum ersten Mal die Bienen wandern jetzt. Also ich werde einen Bienenstand, der etwas ungünstig liegt, die Bienen fahre ich jetzt die Tage. Nehme ich vielleicht die Kamera auch mit. Und ja, ansonsten wirklich vorbereiten, 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 wie jedes Jahr. Ist man immer ein bisschen später dran. Gut, das mit dem Lackieren können wir nicht früher machen, weil wir die Wärme brauchen für die Farbe. Und genau, das machen wir jetzt einfach. Corona hat ja auch Vorteile, man hat immer eine Maske dabei. Nein, Spaß beiseite. So lackiere ich die jetzt halt immer so, ja, weiß ich nicht, 20 Stück in der gleichen Farbe. Und dann kann ich die ein bisschen austauschen, die Frontschieber. Ich zeige euch gleich, wie ich das meine. Jetzt mache ich das noch geschwind fertig. Warum überhaupt lackieren? Weil ich habe ja gesagt, ich tue meine Bienenbeuten eigentlich nie streichen. Bei den Begattungskästchen hat man mir das geraten, ja. Das ist von euch gekommen. Da möchte ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken für die
Zuschriften und die Telefonate, wo ich da zum Teil auch hatte, vielen lieben Dank, dass die total feuchtigkeitsempfindlich sind. Ja, und daraufhin habe ich mich einfach entschlossen, die doch zu lackieren. Die Farbe, wie gesagt, ist relativ teuer, ne? Dass man die braucht, ja eben diese Verwendung in der biozertifizierten Imkerei. Aber nichtsdestotrotz, und dann machen wir da mal einen Versuch. Vielleicht lasse ich 2, 3 unlackiert, dass wir einen Vergleich haben. Ja, also ich zeige euch gleich, wie es weitergegangen ist. Jetzt ist es vollbracht. Die Abideas sind gestrichen. Was mir aufgefallen ist, ne, bei dieser Farbe, gelb zum Beispiel, lässt sich total cool mischen, total cool verdünnen, total cool lackieren. Andere Farben, wie zum Beispiel das Blau, da habe ich echt Probleme gehabt. Ne? Oder Rot war auch nicht cool, aber Gelb und Grün gingen total einfach und total simpel zu lackieren. Also ich kann mir das nur ein bisschen erklären, vielleicht weiß das einer von euch ja besser, kann das eigentlich nur erklären, dadurch, dass vielleicht irgendwelche natürlichen anderen Inhaltsstoffe drin sind. Ne? Das Blau halt von irgendwas kommt, was, also die waren auch dicker, ja. Vielleicht ist auch ein bisschen ein Chargenunterschied, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mal ein paar gemacht. Ich habe nicht alles geschafft, weil natürlich mal wieder was dazwischen kam. Aber so fürs Erste, glaube ich, ist das ganz zufrieden. Und vor allem, ich finde, es sieht voll cool aus. Ja? Mal gucken, wie die in einem Jahr aussehen. Ich zeige es euch mal kurz von der Nähe. Hallo. So. Ne? Also ich mache das ja dann ganz gerne immer so, dass ich dann einfach die Schieber und die Deckel in der Farbe vertausche. Ne, dann habe ich halt ein buntes Sammelsorium, wo anders einfach aussehen. Ich komme dann einfach und komme dann einfach simpel und einfach ohne Fluglochmarkierungen oder so aus. Ja, habe dann relativ hohen Begattungserfolg. Dann noch, wie gesagt, starten mit einem Brutnest. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass einfach das Verteidigungsverhalten da ist, dass das Volk ein Zusammenhaltsgefühl hat. Dann sind bei mir auch die Begattungserfolge höher. Ja, und wenn ihr letztendlich Bock habt, eine Königin aus diesen schönen Holz-Abidea-Kästchen zu bekommen, dann setze ich euch unten in die Videobeschreibung noch einen Link, da könnt ihr die bestellen. Also einfach hier eintunken, reinkleben, warte als nächstes, eintunken, einkleben, fertig, eintunken. Das ist der ganze Trick an der Sache. Schnell und einfach. Seid ihr? Schnell und einfach. Und schnell und einfach. Der ganze Trick. Und dann kriegt man da auch ein paar Rähmchen in der Stunde erledigt. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es von der Videoabfolge kommt. Wir wollen eine neue Serie machen, Bienenkontrollfahrt soll die heißen, wo wir einfach ein bisschen draußen rumfahren und schauen, was blüht, was machen die Bienen, was macht die Jahreszeit, was für eine Tracht gibt es. Machen wir es so regelmäßig, schauen bei den Bienen vorbei. Da wollen wir euch jetzt ein bisschen mitnehmen. Ja, also schaut es auch gerne an. Ja, ja, das soll es hier auch gewesen sein. Das ist ein kurzer Einblick. Wie gesagt, jetzt fahre ich wieder. Haben auch leider schon Mittag. Manche Tage laufen einfach nicht so, wie man sich's plant. Aber jetzt schaue ich mir noch mal ein, 2 Bienenstände an. Das ist so heute das Tagesziel. Und dann, wie das halt so ist, im Erwerb muss man auch noch was im Büro machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das macht. Alles Mögliche, ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Servus.